Ich kann mich nicht daran erinnern, Sie eingeladen zu haben. Oh, das haben Sie auch gar nicht. Ich bin auf Wunsch von Leonard hier. Hat Ihr Sohn das nicht erwähnt? Das muss dann in der Aufregung wohl untergegangen sein. Ach ja. Ja, ja, ich habe schon gehört. Sie haben schon mit Ihren Umgestaltungsplänen begonnen. Das ist mein gutes Recht. Juristisch betrachtet schon, ja. Ja, meine Ehe mit Johannes ist wegen Ihrer Wiederkehr annulliert worden, aber ich fühle mich seinem letzten Willen gegenüber verpflichtet. Und er wollte nun einmal, dass Carla die Firma leitet. Leider hat diese Entscheidung nur für Streit und Unruhe in der Familie gesorgt. Johannes hatte seine Gründe. Sie waren lange, sehr, sehr lange nicht hier. Und die Entwicklung der Kinder ist anders verlaufen, als Johannes sich das gewünscht hatte. Nun, vielleicht sieht das Ihre Mutter anders. Ja, das mag sein. Vielleicht können Sie wirklich nicht anders. Aber seien Sie sicher, ich kann es auch nicht. Elisabeth. Hallo. Carla. Oh, schön. Es ist wirklich schön, dass du wieder da bist. Wir haben dich vermisst. Elisabeth. Ja. Hallo. Weiß irgendjemand, was der Grund für dieses Zusammentreffen ist? Das werden wir sicher gleich erfahren. Vielleicht gibt es irgendwas zu feiern. Die Rückkehr der Kosmetikerin wird es ja wohl kaum sein. Ich dachte schon, ich bin zu spät. Luise, das tut mir so leid mit Ihrem Vater. Ich habe ihn sehr gemocht. Danke. Ich freue mich sehr, dass Sie alle meiner Einladung gefolgt sind. Zunächst möchte ich Ihnen einmal danken für Ihre großzügige Gastfreundschaft. Sie haben Luise und mir in den letzten Wochen ein neues Zuhause gegeben. Ja, aber das war uns ein Vergnügen. Aber das ist nicht das Einzige, weshalb ich Sie hergebeten habe. Nein, ich möchte mit Ihnen heute meine große Freude teilen. Luise und ich sind gerade dabei, einen Hochzeitstermin zu finden. Wir werden noch diesen Monat heiraten. Ja, da bleibt mir ja nur herzlichen Glückwunsch. Danke. Gratuliere. Danke. Ich gratuliere von ganzem Herzen. Ich bin sicher, es ist eine gute Entscheidung. Dem kann ich mich nur anschließen. Wirklich. Alles Gute euch beiden. Danke sehr. Wir wollten eben einmal schneller als die Presse sein. Ich hätte gedacht, dass aus der Nummer noch was wird. Jetzt will mal sagen, wie er das hingekriegt hat. Ja, natürlich auch von mir. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir viel Glück und vor allem Stärke. Natürlich auch von mir. Herzlichen Glückwunsch, Baron. Lasst uns auf das Brautpaar anstoßen. Endlich sind wir wieder unter uns. Ich würde sagen, fast. Ja, sehr fein beobachtet. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Pack deine Sachen. Moment mal. Vielleicht bist du hier der Einzige, der das so sieht, Ernstka. Allerdings. Mutter, würdest du vielleicht den anderen deine Meinung zu diesem Thema mitteilen? Mutter, also unser Familienoberhaupt, wird das natürlich entscheiden. Leonard hat Elisabeth eingeladen. Ja, über deinen Kopf hinweg. Ein Wort von dir und sie ist wieder ausgeladen. So viel zu, dass Familienoberhaupt entscheidet. Moment. Bevor ihr euch meinetwegen weiter in die Haare kriegt, ist es wohl besser, wenn ich gehe. Ach, welch weise Worte. Nein, Elisabeth bleibt. Sie ist doch mein Wunsch hier. Sie gehört zur Familie und sie hat ein Recht, hier zu sein. Das sehe ich anders. Das ist dein Problem. Elisabeth bleibt. Mutter, würdest du dieser unwürdigen Diskussion vielleicht ein Ende bereiten? Wenn du das tust, dann bist du mich endgültig los. Das wäre ein schmerzlicher Verlust. Ich muss dich enttäuschen, Anske. Elisabeth ist Gast von Leonard und Carla. Und somit auf Königsbrunn willkommen. Es tut mir leid, ich muss los. Schade. Ich habe mich schon gefreut, dich noch kurz zu sehen. Ich mich auch.
Was hältst du davon, wenn wir heute Abend zusammen essen gehen? Sehr viel. Okay, dann überlege ich mir was Schönes. Abgemacht. Dann sehen wir uns nachher. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Bis später, Stella. Guten Morgen. Guten Morgen, Carla. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht belauschen. Hast du aber. Frau Mann? Ja. Habt ihr doch noch zueinander gefunden? Ja, damit habe ich nicht mehr gerechnet. Es freut mich, du hast es verdient. Was sind deine Pläne heute? Arbeiten, auch wenn Francesca die Chefin ist. Ich habe doch immer noch einen Job in der Holding. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Fast wie im eigenen Bett. Es freut mich. Ich frage mich, was sie mit ihrem Verhalten bezweckt. Ja, das fragen wir uns alle hier. Wenn sie die Leitung der Firma an Ansgar übergeben oder bei dir belassen hätte, aber so, sie hat doch keine Ahnung von den Geschäften der Holding. Vielleicht ist sie einfach nur machtbesessen? Ja, auf jeden Fall steht sie unter enormem Druck. Als ich gestern hier ankam, war sie total aufgelöst. Ja? Ja, sie lässt sich auch von Ansgar sehr vereinnahmen. Das sorgt bei niemandem für Gelassenheit. Ansgar war schon immer ihr Liebling. Aber dass er sie nach all den Jahren immer noch so in der Hand hat, ist... Wobei, gestern, da hat sie ihm nicht nachgegeben. Ja, aber nur, weil ich gedroht habe, Königsbrunn zu verlassen. Ach. Offensichtlich versucht sie es jedem von euch recht zu machen. Ich denke nicht, dass sie das lange durchhält.